Hallo ihr Lieben, wir sind wieder back aus dem Urlaub zurück und ja, ihr seht, Strahlemann, wir packen langsam zusammen. Ja, ich bin total, ich weiß ja jetzt, dass es nur noch ein paar Tage sind und ich blühe gerade total auf. Ich glaube, das merkt man auch. Ich will einfach nur hier raus. So, Problem. Wisst ihr noch diese schöne Fotowand, die ich hier mal gemacht hatte, wo auch viele gesagt haben, das hält niemals mit doppelseitigem Klebeband? Tja, das kriege ich jetzt mal hier wieder ab, ne? Ich glaube, scheiße. Also wenn wir das hier abmachen, ich glaube, die ganze Wand kommt mit ab. Habt ihr einen Vorschlag, dann lasst es mich gerne wissen, weil das muss irgendwie runter jetzt. Weil ich will die Bilderrahmen eigentlich gerne mitnehmen, weil die sehr schön sind. Ja. Und wir leben jetzt noch ein paar Tage aus dem Koffer. Ich habe jetzt so alles, was ich jetzt so die Tage anziehe und so weiter, hier reingepackt. Wir packen nicht sehr viel zusammen, nur einige Sachen, persönliche Gegenstände. Den Rest wird dann ein Paketdienst zusammenpacken, weil ich einfach keine Kraft und Nerven habe, das jetzt alles zusammenzupacken. Also hier seht ihr auch, wir sind gerade aus dem Urlaub zurück. Wäsche ist gewaschen, beziehungsweise wird noch gewaschen. Ja, Sami ist auch gerade am Zusammenpacken von unserem Equipment. Jetzt seht ihr auch mal das Zimmer. Evden eve nakliye işlerimiz itinayla yapılır. Ja. Ah. Ja, auf jeden Fall ist hier noch so ein bisschen was zu tun. Aber wie gesagt, das Gröbste ist jetzt schon gepackt. Das, was jetzt natürlich total blöd ist, ich habe ja für Hamza noch so Gardinen und so nähen lassen für sein angebliches Zimmer, was ja gar keins ist. Das passt jetzt alles gar nicht mehr in die neue Wohnung. Ja, scheiße. Das Bett ist, gehört auch der Vergangenheit an, Leute. Er kriegt nämlich jetzt sein eigenes Zimmer. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr ja schon so ein paar Zimmerbeispiele gesehen, die ich dort gepostet habe, Leute. Ich wusste nicht, dass es hier so tolle Zimmer gibt, ne? Man will ja, es gibt natürlich auch die Ferraris unter den Zimmern. Man will natürlich immer Ferrari dann fahren, ne? Aber dann denke ich mir so, muss das jetzt sein? Ich bin im Nachhinein ganz froh, dass ich für Hamza kein Babyzimmer gemacht habe, weil ich glaube, aus diesem Babyzimmer-Feeling kommt man so ganz schnell wieder raus. Und jetzt hat er, also ich habe was ausgesucht, wo er dann halt noch, eventuell sogar noch mit 10 drin schlafen kann, beziehungsweise das Zimmer nutzen kann. Und ja, das zeige ich euch dann, wenn wir umgezogen sind, beziehungsweise wenn es da Evet, ist. acayip günler bizi bekliyor. Ja, bist du schon aufgeregt? Heyecanlı Yeni mısın? eve. Vallahi Heyecanlı mısın? heyecanlıyım ya şimdi. Biz ne bileyim o evde ne yapacağız, ne edeceğiz. Tabii daha kimse görmedi evi de. Ya. Çok acayip bir ev. Çok eğleneceğiz. Çok eğlenecük. Çok eğlenecük. So, ich filme noch mal ein bisschen weiter. Das Schlafzimmer, wie gesagt, das ist auch verkauft. Wir nehmen nur den Schrank mit. Da kommt auch alles neu. Auf jeden Fall nimmt das hier so langsam ein bisschen Grundgestalt an. Ja, Wäsche wird immer noch gewaschen. Ja. So sieht es momentan aus bei uns im Hause, Dudi. Und ich möchte gerne für das hier einen neuen Bezug haben. Ich glaube, ich möchte den in Rosa haben, damit ich den als Biraz Stillstuhl burada nutzen koyayım gibi. kann. Evet, ben bunu geçen sene saçlarım için almıştım. Normalde saçlarım belime kadar iniyordu benim. Ama işte tarz değişikliğiyle bu hale geldim. Artık buna ihtiyacım yok. Bunu ne yapalım? Çok komiksin. Ja, Stillstuhl. Ich freue mich so, dass jeder bald seinen eigenen Schrank hat. Also Hamzas Sachen. Und die Sachen von Baby Girl. Oh, so ist so süß. Schau nochmal. Ja, auf jeden Fall ist es alles immer gemischt mit meinen Klamotten und so. Und das ist natürlich immer ultra, ultra nervig. So. Tschüss. Und ja, ich freue mich, dass dann jeder seinen eigenen Schrank bald hat. Auch hier. Hamzas Klamotten überall durchgemixt und. Das ist jetzt hier so chaotisch, weil wir gerade aus dem Urlaub wieder zurück sind. Und ich nichts wiedergefunden habe, natürlich. Ich habe auch alles aussortiert. Hier sind auch noch ein paar Sachen von kleinen Mäuschen, die dann noch, ja,
Kissen und so weiter. Ach, nee, auf jeden Fall kriegen wir das noch alles irgendwie hin. Die Sachen packe ich halt zusammen und dann unsere persönlichen Sachen, weil kein Paketdienst muss jetzt hier sehen, was für Unterwäsche ich trage oder sonstiges. Und deswegen mache ich das jetzt eben. Ich habe für Hamza ein Busyboard bestellt. Also es ist eigentlich genauso etwas, was er mag. So Stecker ziehen und irgendwo rumdrücken und so weiter und so fort. Das zeige ich euch jetzt hier einmal. Warum du das nötig weg? So, das kann man hier so aufstellen, genau. Und dann kann er damit spielen, beziehungsweise sich damit beschäftigen. Und das ist gerade angekommen. Hi Hamza! Ja, und er dreht jetzt schon durch. Ich weiß noch nicht, ob da jetzt Batterien. Hier zum Beispiel. Das dauert einen Tag, dauert. Für die Lichter. Ah. Knöpfe. Und so weiter. Ach, ein Vogel. Ja, und solche Sachen halt, ne? Toll, ich bin begeistert. Und auf der Rückseite ist dann auch nochmal eine Uhr und so weiter. Und damit kann er sich jetzt erstmal beschäftigen. Ich wollte euch nochmal das Busyboard zeigen von gestern. Weil das konnte ich irgendwie nicht. Das war schon so dunkel. Wehe, du kippst das jetzt hier alles auf den Boden, Schatz. Nee, das ist leer. Ah, nee, Jim, das ist leer. So, ja, schmeiß das da hin. So, vielleicht so als kleine Idee. Hier natürlich An- und Ausknöpfe. Hier sind so eine Sache, womit man spielen kann. Hier auf- und zu machen. Hier, ne? Dann hat er hier schon auseinandergebaut. Da, wo man hier dieses durchstecken kann. Ein Fleckchen. Noch mal und für Knöpfe und so, ne? Reißverschlüsse und so weiter. Also eigentlich total cool. Und dann ist hier noch so ein Kartenspiel mit dabei. Schatz, bitte. Und das Ganze hat noch eine Rückseite. Das ist eine kleine Tafel, eine Uhr und halt solche Sachen, womit man noch spielen kann. So, ne? Natürlich kann man sich sowas auch selber machen, aber das nimmt halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ich werde euch mal unten reinposten, von wo ich das habe. Ich habe es zwar selber bezahlt, möchte eigentlich auch keine Werbung jetzt dafür machen, aber ich glaube, das könnte halt einige interessieren. Ja, Mama drückt. Drück doch selber, Hamza, du faule Socke. Nee, du musst es schon selber machen. Wie gesagt, heute ist Mittwoch. Freitag wird bei uns dann zu Hause geputzt in der neuen Wohnung. Und dann kommen auch so die vereinzelten Möbel rein. Also ich habe jetzt hier Mittwoch, Donnerstag, also noch 3 Tage in dieser Wohnung. Und ich glaube, ihr seht auch an meinem Gesicht, dass es mir schon mit dem Gedanken schon besser geht, dass ich hier bald raus bin. Also in der Tat kann das sein, dass eine Wohnung jemanden bedrückt. So, jetzt ist es natürlich so, dass wir für Hamza ein Zimmer einrichten, beziehungsweise ich einrichte. Und er hatte ja bis jetzt kein Zimmer und kriegt jetzt sein eigenes. Das heißt, alles bei Null. Keine Babysachen, sondern schon so ein bisschen, was er halt auch später benutzen kann. Puh, Alter, wenn ihr wüsstet, was ich alles jetzt gekauft habe, ne, das kommt ja jetzt so die Tage dann ein. Und ich habe gerade ein Angebot bekommen für die Gardinen, ja. Ich wollte so bestimmte Gardinen haben und das zeige ich euch jetzt mal. Als ich dann gerade so den Preis gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Aber es ist so geil. So, jetzt zeige ich euch das einmal. Das ist so eine Gardine, also ohne dieses Weiße, sondern nur das, was da drumherum ist. Und der Preis ist bei 1400 TL. 1400 durch, ich weiß jetzt nicht, wie der Kurs ist, 6,3 gleich, 222 Euro. Ja, und gefühlt ist das wie 1400 Euro, ohne Scheiß. Und das ist zu, ja, da muss ich jetzt mal schauen, was ich da mache. Aber diese Gardine, die sieht so schön aus. Das wäre halt genauso die Farbkombi, die ich gerne für Hamza hätte.
Und wenn ihr wüsstet, wie gesagt, wie ich habe das Zimmer, ey, ich zeige euch das Zimmer dann in einem separaten Video, wenn alles eingetroffen und eingerichtet ist. Und ich werde das dann halt alles nach und nach peu à peu mitfilmen für euch. Ich glaube, ich spinne. Jetzt ist Schluss. Von wegen Hamza darf alles, Hamza darf überhaupt nichts. Ich glaube, ich spinne. Nein! Und er weiß es auch ganz genau, wenn ich so mache, dann grinst er erstmal so. Nein, das darf man nicht. Da kannst du dich verletzen, oder? So, und dann sind auch noch die neuen Schmuckstücke angekommen, Leute, die Nazar-Kollektion. Ich sag ja immer, ich will das und das und das und das und dann wird das halt für mich angefertigt und dann wird das mit der besten, mit dem besten Schutz versehen und individuell für uns angefertigt. Und ja, halt alles so nach meinen Vorstellungen. Und gestern sind die ersten Proben bei mir eingetroffen. Ja, einige Sachen trage ich ja schon länger, wie ihr schon gesehen habt. Zum Beispiel diese Nazar-Kette. Ich liebe diese Kette. Und ich zeige euch jetzt mal einige Beispiele, die gestern angekommen sind. Oh, mein Gott. Sag mal, wir haben unter anderem die Mikael-Kette nochmal in einer Mini-Version. Dann haben wir hier die Armbänder, die ich auch seit geraumer Zeit schon trage, in verschiedenen Farben. Jetzt hat er mich gerade am Arsch gebissen. Hamza! Hamza! Nicht beißen, das tut weh! Einmal in Rose Gold, in Silber und in Gold. Dann mein ganzes Herzstück. Babynadeln. die sind so schön geworden, Leute. Das ist wirklich... Ich kann es in der Kamera gar nicht festhalten. Und auch hier in rosa gibt es so gar nicht auf dem Markt. Gibt es nur bei Dudi. Super, super schön. Dann hier die Kette nochmal in Silber. Ich glaube, die gibt es dann auch in Gold. Und hier auch nochmal eine Nazar-Kette. Ganz filigran. Davon wird es auch das Armband geben. Und den passenden Ring dazu. Der sieht dann so aus. Auch wunderschön. Also getragen dann so. Ja, und dann haben wir hier noch meine Don't Leave Me. Don't Leave Me Ohrringe. Die sehen auch so schön aus am Ohr. Und da haben wir auch wieder Gold, Rose Gold und Silber. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was so kommen wird. Also falls ihr da Bock drauf habt, dann folgt mir doch bitte auf Dudi. Am besten auch auf Instagram, weil dort werdet ihr immer up to date sein. Aber die... Oh, I love it. So. So. Komm da sofort runter. Sofort. Hamza, du kommst da jetzt runter. Jetzt ist Schluss. Da darf man nicht auf die Couch rauf, sonst fliegst du da runter. Hallo? Hörst du mir zu? Ja, ich scheiß strenge Mutter. Das ist zum Sitzen da und nicht zum Klettern. Hörst du? Aber wir können jetzt hier erstmal eine Runde spielen. Komm. Komm, wir spielen jetzt hier eine Runde. Komm. Damit du das hier mal vergisst. So, guck mal. Ja! Er liebt dieses Teil. Das Dumme ist halt, dass es auf Türkisch ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es auf Deutsch ist, aber naja. So, nun würde ich sagen, beende ich meinen chaotischen Vlog. Es ist wirklich chaotisch gewesen, aber ja, und ich halte euch mit dem Umzug dann auf dem Laufenden und freue mich, wenn ihr mir weiter folgt. Jetzt hört er schon wieder auf. Komm da sofort runter! Hier meine letzten Videos und dann sehen wir uns die Tage. Tschüss! Runter da! Ah.